Herr Rauch, Herr Naumann, wir haben das halbe Traumschiff hier in Duisburg. Im Hafen der Kulturhauptstadt, ja. Gleichzeitig im größten Binnenhafen der Welt. Da ist es ja eigentlich naheliegend, dass Sie uns auch mal besuchen kommen. Wir können, glaube ich, hierher fahren mit unserem Schiff, ne? Das ist ein bisschen schwierig im Moment, wie ich gehört habe. Ja, jetzt nicht, aber... Jetzt meine Frage, was machen Sie hier? Was ich hier mache? Was wir hier machen? Unterhaltung. Unterhaltung, ja. Wir machen das, was wir auf dem Schiff machen, auf andere Art und Weise, machen wir hier auch für das Duisburger Publikum, was uns ja schon ein bisschen kennt, sowohl vom Fernsehen als auch von dir, von den Bühnenauftritten. Sigi ist auch schon hier gewesen in der Säule zum Lesen und wir sind also eigentlich alte, vertraute Bekannte hier für das Publikum, was heute Abend da ist. Dann wird es gestern schon da gewesen. Also wir bringen Sachen, die mit Meer, Wasser, Schiffen zu tun haben und singen vor Lieder dazwischen. Und was noch? Es jetzt ist vor allem der Akzente, was sich ja hauptsächlich mit Wasser oder das, aber das Hauptthema der Akzente dieses Jahr Wasser ist. Und darauf ist also unser kleines Programm abgestimmt und auch abgestellt. Das Wasser in vielfältiger Form. Es geht um die Lorelei, es geht um den Rhein, es geht aber auch um Goethe, es geht auch um Schiller. Taucher. Der Taucher zum Beispiel, ja. Also alles, was mit Wasser irgendwie zu tun hat, auch mit anderen heiteren, weniger klassischen Sachen. Aber auf der Reeperbahn nachzumachen. Ja, das finde ich das Faszinierende, dass Sie so einen weiten Bogen schlagen. Ja. Wenn man das so liest, dann kann man das ja eigentlich kaum glauben. Wie funktioniert das? Ja, es ist eine gute Mixtur, denke ich, die also Martina Lindner zusammengestellt hat für uns, für den Frank Koliszewski, der ja auch seinen kabarettistischen Beitrag mit hat und uns musikalisch begleitet. Also eine ganz wunderbar abgerundete Sache. Die Unterhaltung, wir wissen ja, dass in Deutschland leider Unterhaltung immer so eine, ja, zwischen U und E unterscheidet. Na, ja, ja. Und nur, ich bin der Meinung, dass sie auch, das ist alles nicht neu. Man sollte nur zwischen gut und schlecht unterscheiden. Unterhaltung muss halt gut sein, nicht? Richtig, genau. Und weil Sie das durch können, tun Sie das sogar ein bisschen ab. Es gibt auch schlechte, ernsthafte Aufführungen. Ja, gibt es auch. Ja. Sie hatten gestern Premiere, wie war die Reaktion? Ja. Im Publikum? Das war toll. Und weil ich hier gerade sehe, Sächsische Lorelei, danach muss ich weiterlesen, da habe ich immer furchtbar Mühe, mich wieder aus dem Lachen rauszukommen. Er liest Lorelei auf Sächsisch. Ja, unter anderem. Großartig. Weil es sich einfach so anbietet, Lorelei ist ein Thema, was immer wieder von den unterschiedlichsten Dichtern aufgegriffen worden ist. Und so gibt es eben auch eine sächsische Version der Lorelei, die zum höchsten Vergnügen des Publikums natürlich auch hier Einfluss gefunden hat. Nein, die Leute haben mitgeschunkelt, wenn wir gesungen haben, diese ganz schönen Lieder. Es ist einfach zauberhaft, das zu erleben, wenn die Leute in Stimmung kommen. Seht da, als ob überhaupt keinen grauen Alltag gäbe. Es ist wunderbar. Ja, vor allem, sie brauchen das auch so. Ich meine, der Alltag ist wirklich manchmal nicht weniger wie schön. Man merkt richtig, es tut ihnen gut. Jetzt habe ich folgende Frage an Sie. Ich weiß jetzt, dass der Herr Naumann ja sogar in Duisburg eine neue Heimat findet. Er zieht nach Duisburg-Ruhrort, wie er mir letztens verraten hat. Ja. Jetzt sind Sie natürlich nicht gefordert, hier ins Ruhrgebiet zu ziehen, aber werden wir Sie jetzt öfter auch hier sehen? Das kann gut sein. Ich komme immer wieder gerne her in das kleine Theater da, wann immer ich Zeit habe, für eine Lesung oder für sonst irgendwas. Aber ich werde natürlich zu Hause wohnen bleiben. Das ist vollkommen richtig. Aber jetzt mal abgesehen davon, dieses Projekt Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Haben Sie davon schon irgendetwas mitbekommen? Und was halten Sie so von diesem Projekt überhaupt? Generell die Kultur stärker in den Vordergrund zu stellen und auch mehr zu fördern? Das finde ich sehr gut. Das sind auch interessante Dinge gewesen. Ich habe das nur im Fernsehen gesehen, habe nie eine Veranstaltung live besuchen können. Aber ich finde, das Ruhrgebiet war ja immer schon ein bisschen kulturbetonend. Und das finde ich prima, ja. Herr Naumann, abschließende Frage noch an Sie. Nach diesem Stück und nach Ihren weiteren privaten Plänen, welche weiteren Pläne haben Sie denn beispielsweise mit der Säule? Ja, in der Säule werde ich also nach wie vor eine Lesung einrichten von zwei jungen Leuten. Das ist einmal die Tochter von der Brigitte Grothum und der Martin Armknecht, die den Briefwechsel zweier junger Menschen, was sich ergeben hat, zwischen den 30er, 40er Jahren ungefähr. Also eine sehr reizvolle, amüsante, wie soll ich sagen, amüsant ist es sowieso, aber es ist ein bisschen frech,
Nicht in dem Sinn, was man frech heute bezeichnet. Nein, frech einfach von Frische, von Keckheit, also von lustig sein und von auch ein bisschen über die Stränge schlagen. Aber alles eben Maß, wie es eben in den 40er Jahren so war. Das ist heute, hat das anderen Stellenwert, glaube ich. Das ist das eine. Zum anderen wird im Programm auch übrigens heute wieder aufgenommen Loriot und dem Loriot selbst. Werde ich das wieder ein bisschen einrichten und selbst an zwei Sketchen mitwirken. Welche verraten wir natürlich noch nicht. Das soll ein bisschen Überraschung fürs Publikum bleiben. Also ich bleibe schon hier. Und privat ja sowieso. Okay, dann möchte ich mich bei Ihnen beiden bedanken und freue mich auf einen schönen Abend. Ja, danke ganz herzlich.